Im ersten Partizipationscafé geht es um Jugendhilfeausschüsse. Ich weiß nicht, welche Experten, wo die Leute herkommen. Ich selber bin immer, beobachte das immer mit Spannung, was so Jugendhilfeausschüsse alles dürfen und machen. Und sie sind einerseits Teil der Verwaltung und andererseits Teil des Kreistags. Und außerdem sind da noch ganz viele freie Träger drin, die auch versuchen, darüber ihren Kreis oder das Land zu gestalten. Und ich freue mich sehr, dass ich bin nämlich, wie Sie schon hören, nicht der Experte für das Thema, dass ich zwei Expertinnen gewinnen konnte. Und wie wir das in diesem Jahr bei der Reihe Partizipationscafés üblicherweise machen, habe ich jemand von der Landesebene gewinnen können und jemand aus dem Landkreis Wittenberg. Ich begrüße zuerst Nicole Anger, die ist Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses und hauptberuflich ist sie Referentin für frühkindliche Bildung und Jugendhilfe bei der Parität mit Sitz in Magdeburg. Und sie ist heute aus Magdeburg zugeschaltet und hat im Vorfeld gesagt, dass Magdeburg heute eine ganz schlechte Leitung hat. Genau, vielleicht sagst du einfach noch einen Satz zu dir. Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich dabei zu sein und ganz besonders am Herzen liegt mir natürlich bei allem, was ich tue, immer wieder auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass ihr auch diese Partizipationscafés macht. Ganz herzlichen Dank. Als zweiten Gast habe ich Corinna Reinicke gewinnen können. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses im Landkreis Wittenberg und Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Wittenberg. Ja, sagen Sie auch einen Satz zu sich. Ja, hallo, schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute die Lobby von Kindern und Jugendlichen vertreten darf und finde das Format schon mal sehr fortschrittlich. Vielen Dank für die Einladung. Genau, das Format haben wir natürlich gewählt, weil uns Corona ermöglicht, solche neuen Formate auszuprobieren. Was ja ganz spannend ist, dass wir eben, es wäre sicherlich ein größerer Aufwand gewesen für Frau Anger, jetzt in dieser vollen Zeit herzukommen. Und Frau Reinicke, ich freue mich sehr, dass Sie auch dabei sind. Und damit starten wir in die Fragen. Ich würde bei der Reihe gerne immer anfangen mit 5 Kurzfragen und Sie bitten wirklich maximal 3 Worte am Ende des Satzes zu nennen, also vielleicht 5 maximal, aber wirklich keine ganzen, also keine weiteren Sätze. Und wir machen das immer so, dass wir es abwechselnd machen. Also beim ersten Frage fängt Frau Anger an und dann Frau Reinicke und das zweite Mal umgekehrt und so weiter. Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche, dass Sie massiv in ihren Kinderrechten eingeschränkt wurden. Frau Reinicke? Dass sie an der Bildungsteilhabe nicht partizipieren können, wie es ihnen gebühren würde, müsste. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche. Jetzt zuerst Frau Reinicke. Begleitung von Professionellen und Neugier auf das, was sie bewirken können. Nicole? Brauchen Kinder und Jugendliche Entscheidungsträgerinnen, die bereit sind, ihre Macht abzugeben? Kinder und Jugendliche sind dann beteiligt, wenn Ach, ich ja. Ihre Ideen auf Augenhöhe teilhaben. Sind beteiligt, wenn man ihre Kompetenzen auch anerkennt. dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass Dass es schon mal ein guter Start ist, aber das Thema der Medienpädagogik nicht unterschätzt werden darf. die gelernten bürokratischen Prozesse aus Verwaltungen mit viel Papierkram nicht mehr up to date sind. anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen Die Möglichkeiten eröffnen für das wichtige Thema der informellen Bildung und vor allen Dingen das Thema der Mobilität außerhalb oder zusätzlich der Schülerbeförderung. Braucht es was anderes im ländlichen Raum als in der Stadt oder brauchen wir grundsätzlich mehr Mobilität und mehr Flexibilität? Das ist wunderbar. Nicole startet mit einer Gegenfrage. Damit können wir doch wunderbar einsteigen in die Diskussionsrunde. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, es ist nicht für alle klar, was genau Jugendhilfeausschüsse machen, weil es ein relativ komplexes Gebilde ist. Und deswegen würde ich tatsächlich mit der Frage einsteigen, was sind denn eigentlich Jugendhilfeausschüsse? Wie sind sie zusammengesetzt?
Was machen Sie? Und ich würde ja trotzdem noch mal anschließen an die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen Kreis und Stadt und vielleicht auch noch mal den Unterschied, weil wir haben ja mit Nicole Anger die Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses. Was macht das beim Landtag und was macht das beim Kreistag? Wer mag anfangen? Nicole, willst du mit der Landesebene beginnen? Habe ich auch gerade überlegt, weil es wahrscheinlich einfacher ist, wenn wir es runterbrechen. Genau. Also der Landesjugendhilfeausschuss ist das fachpolitische Gremium für die Kinder- und Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt. Er setzt sich zusammen aus 20 stimmberechtigten Mitgliedern, wovon 8 von den freien Trägern entsandt werden, aber vom Ministerium berufen. Und weiteren 12 wie von den Kirchen, Interessensvertretungen für Kinder und junge Menschen, Kinder mit Migrationshintergrund, Frauen und Mädchen, aber auch von den kommunalen Spitzenverbänden. Ich habe bestimmt jetzt wen vergessen, das mögen wir mir nachsehen. Es gibt aber auch jede Menge beratende Mitglieder im Landesjugendhilfeausschuss und da unterscheidet sich dann auch vom kommunalen Ausschuss schon, weil bei uns die Abgeordneten des Landtages nur beratende Stimme haben. Genauso wie Vertreterinnen von Polizei oder Ärztinnen oder Richterinnen. Grundsätzlich hat der Landesjugendhilfeausschuss einen empfehlenden Charakter. Das heißt, alles, was wir fachpolitisch festlegen, wird für die Landesebene als auch für die kommunale Ebene als Empfehlung verfasst. Er kann sich aber auch mit den Landesfinanzen für die Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen und dort eine Haushaltsempfehlung, also Wiederempfehlung aussprechen, die dann mit Einfluss findet. Und wir kommunizieren natürlich mit dem Landtag als auch mit der Landesregierung an verschiedenen Punkten, um gemeinsam etwas zu bewegen. Okay, danke erstmal dafür, Frau Reinige. Ja, für den Landkreis Wittenberg, der Jugendhilfeausschuss hat hier eine Sonderrolle im Rahmen des Konstruktes des Kreistages, nämlich er ist stimmberechtigt und hat, ja, ich sag mal, schon auch die Sonderrolle, dass er Beschlüsse fassen kann, an die der Kreistag auch anzuknüpfen hat. Er ist für die kommunale Ebene schon ein wichtiges Instrument für die kinder- und jugendpolitische Entwicklung im Landkreis Wittenberg, für die personelle Besetzung oder für die Anzahl der Besetzung. Sieht das für den Landkreis Wittenberg so aus, dass wir 10 stimmberechtigte Mitglieder haben im Jugendhilfeausschuss, davon 6 Mitglieder, die dem Kreistag angehören. Und 4 Mitglieder von den freien Trägern beziehungsweise auch aus der Liga der Wohlfahrtsverbände. Darüber hinaus gibt es 10 beratende Mitglieder, die wiederum die soziale oder Jugendhilfe politische Infrastruktur des Landkreises Wittenberg darstellen. Der Jugendhilfeausschuss ist Teil des Jugendamtes, das heißt, in das operative Geschäft des Jugendamtes oder des Fachdienstes Jugend und Bildung agiert der Jugendhilfeausschuss nicht, aber gleichwohl in die strategische Ausrichtung der, ja, ich sag mal, der Jugendhilfelandschaft. Okay. Ich habe es ein bisschen besser noch verstanden. Wir kommen vielleicht auch noch ein Stück weiter, wenn wir jetzt noch konkrete Fragen haben. Das ist ja das Partizipationscafé hier. Es geht also um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und insofern frage ich jetzt mal zuerst in den Landkreis, was kann denn der Jugendhilfeausschuss leisten oder an welchen Stellen leistet er etwas, damit Kinder und Jugendliche besser beteiligt werden, gehört werden, Einfluss nehmen können? Das ist in der Tat eine Frage, die uns schon länger umtreibt. Wir haben, ja, ich sag mal so, eine reguläre Tagesordnung. Da gibt es einen Tagesordnungspunkt. Da lehnen wir uns auch so an die Geschäftsordnung vom Kreistag, nämlich Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Das haben wir versucht runterzubrechen, nämlich Anfragen von Kindern und Jugendlichen. Aber das ist natürlich nicht niederschwellig genug, weil die Kinder und Jugendlichen kommen dann zu uns in den Jugendhilfeausschuss mit ihren Fragen. Das ist schon eine recht hohe Hürde. Das haben wir so für uns auch reflektiert und sind natürlich dabei, nach Formaten zu suchen, die Kindern und Jugendlichen entsprechen.
Aber ich würde insofern schon Beteiligung oder Partizipation, ist ja in aller Munde, nochmal darauf abstellen, dass wir die Angebote von offener Kinder- und Jugendarbeit sehr wohl in Betracht ziehen, weil dort haben die Kinder und Jugendlichen ihre Möglichkeit, auf die Bedarfe hinzuweisen mit den entsprechenden pädagogischen Mitarbeitern, beziehungsweise aufgrund der Angebote, die wir vorhalten im Rahmen der Jugendhilfeplanung, werden die Kittys auch, wie sagt man so schön, empowered, ihre Möglichkeiten dort erstmal wahrzunehmen und ihnen bewusst zu machen, inwieweit sie auch ja, jetzt mal ihre Rechte einfordern können. Jugendhilfeplanung ist ein spannendes Thema, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht erst nochmal, Frau Anger, wie sieht es aus im Land? Gibt es denn überhaupt Landesjugendliche, die man so irgendwie dann, also im Kreis kann ich mir das ja noch vorstellen oder in der Stadt, dass man da Jugendliche findet, die wirklich mitmachen, aber wie sieht das auf der Landesebene aus? Deutlich schwieriger. Also welche jungen Menschen haben schon Lust und vor allen Dingen Zeit, montags von 9.30 Uhr bis 15 Uhr in einem Landesjugendhilfeausschuss zu sitzen und eine Tagesordnung abzuarbeiten, die zur Hälfte aus Berichtswesen besteht? Das ist nicht attraktiv für junge Menschen. Das gebe ich unumstritten und offen zu. Aber die Frage ist ja, wo binden wir junge Menschen ein? Binden wir die in unsere Landesjugendhilfestruktur ein, indem wir diese Beratungen mit ihnen durchführen, oder gucken wir eher, wo wir über den Landesjugendhilfeausschuss Strukturen schaffen können, dass junge Menschen sich da beteiligen können, wo sie sagen, da wollen wir uns auch beteiligen, da haben wir eine Idee, da können wir ganz konkret was anpacken. Und wenn man jetzt auch nochmal auf die Formalien schaut, im Landesjugendhilfeausschuss aktiv werden kann man auch erst dann, wenn man mindestens 16 Jahre alt ist. Das ist natürlich auch wieder eine Hürde, die aufgelegt wurde, aber es gibt natürlich die entsprechenden Interessensvertretungen, die in diesem Ausschuss sitzen. Und die sind aus meiner Sicht doppelt gefordert, die Interessen der jungen Menschen aufzugreifen und mitzunehmen. Und dafür haben wir unsere Strukturen und dafür können wir die Wege bereiten. Kannst du das vielleicht nochmal also dass man es leichter fassen kann, irgendwie beschreiben? Es klang ja jetzt noch sehr formalistisch, ja? Also ich bin jetzt Jugendlicher in Wittenberg und habe wieder erwartendes Interesse, irgendwie mitzuwirken. Das würde laufen über welche Strukturen? Du sprachst von Strukturen, die ihr aufgreift? Also das würde ja gar nicht über den Landesjugendhilfeausschuss laufen. Das wäre aus meiner Sicht ganz anders zu denken. Also ich muss für alle Lebensbereiche von jungen Menschen Beteiligungsstrukturen ermöglichen. Und das ist es in der Kinder- und Jugendhilfe, das ist aber auch in der Schule, das ist in allen anderen Freizeitbereichen, das ist aber auch in der Kommunalverwaltung, im Kreistag etc. pp. Ich muss mir an allen Orten, die das Leben von jungen Menschen tangieren, und das sind alle Orte, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, weil junge Menschen interessieren sich nicht nur für einen Spielplatz, sondern die interessieren sich auch für die Rente, sondern sozusagen für alle Lebensbereiche. Und ich muss schauen, oder wir müssen gemeinsam schauen, wo gibt es Ansatzmöglichkeiten und wo habe ich Änderungsbedarfe, um junge Menschen einzubinden und ihnen nicht immer diese Erwachsenenstrukturen überzustülpen, weil das ist mächtig unattraktiv für junge Menschen. Dann frage ich mal bei Frau Reinicke nach. Ich bin jetzt immer noch der Jugendliche, der jetzt in Wittenberg Lust hat, sich interessieren. Der Landesjugendhilfeausschuss ist also zu weit weg. Vielleicht Jugendsprechstunde finde ich tatsächlich total uncool. Ja. Was habe ich für andere Möglichkeiten? Also es gibt gute Beispiele. Das steht und fällt aber natürlich auch wieder mit den Akteuren in den einzelnen Gemeinden oder Kommunen. Die sogenannten Schülerparlamente wäre so ein Beispiel. Wir hatten in Wittenberg über viele Jahre dort gute Erfahrungen. Es gibt meines Wissens nach in Bad Schmiedeberg jetzt einen neuerlichen Anlauf. Also das ist so ein Format, wo wenn ich Schüler bin in einer Sekundarschule oder wie Wittenberg, hat man ja mehrere Schulformen, da gibt es schon schülergerechte Partizipation. Aber darüber hinaus möchte ich nochmal unterstreichen, dass man das Thema auch niederschwellig im Blick haben sollte. Und wenn ich zum Beispiel in meiner Jugendeinrichtung, im Jugendclub oder in anderen Veranstaltung bin, dann kann ich durchaus auch durch Befragung von Kindern und Jugendlichen oder die selber auch bestimmte Fragebögen oder Fragestellungen in den Raum werfen, ja, dass man fangen wir ja auch in der Kita schon an. Ja, ich sag mal, Nicole ist ja auch für das Thema frühkindliche Bildung. Alleine im Kita-Bereich wollen wir das Thema schon aufbauen, sensibilisieren, natürlich kindgerecht und bestimmte Formate
fehlen da in der Tat. Das ist eine Lücke, die wir jetzt unbedingt aufgreifen sollten. Und dafür braucht man natürlich viele Mitstreiter. Ich sehe gerade, im Chat gibt es schon eine Frage. Hatte ja vorher angekündigt, wir machen ungefähr eine halbe Stunde, wo ich einfach Fragen stelle und wir im Gespräch sind. Und ab 15 Uhr öffnen wir das dann für die Diskussion. Also schreiben Sie Ihre Fragen ruhig schon in den Chat. Dann sind sie gespeichert, dann sind sie nicht weg und wir werden sie dann aufnehmen und Sie dürfen sie dann gerne nochmal stellen ab ca. 15 Uhr. Jetzt kam vorhin das Stichwort Jugendhilfeplanung. Das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben in Sachsen-Anhalt. Das habe ich ja mit Interesse zur Kenntnis genommen, als es eingeführt wurde, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung genau genommen, also so lese ich es, Voraussetzung ist dafür, dass es überhaupt eine Zuweisung des Landes an die Landkreise gibt für Fachkräfteprogramme etc. Da frage ich doch mal, Frau Reinicke, wie läuft denn das in Wittenberg jetzt ganz konkret? Wie werden da Kinder und Jugendliche an der Jugendhilfeplanung beteiligt? Also die Beteiligung erfolgt im Rahmen der Angebote, die vorgehalten werden. Ja, die sind ja auch aufgefordert im Rahmen der Fortschreibung der Jugendhilfeplanung. Hört sich jetzt alles ein bisschen dolle theoretisch an, die Konzepte fortzuschreiben. Und das machen ja die Fachkräfte, schon unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, sprich der Besucher, die in die Einrichtung kommen. Ja, da werden, nicht die Angebote vorgehalten, die wir meinen, vorhalten zu müssen, sondern da geht es wirklich darum, Bedarfe zu ermitteln. Ne? Und da ist sehr wohl, das Mitspracherecht von Kindern und Jugendlichen gefragt, um die Konzeption auch so attraktiv und bedarfsgerecht wie möglich zu gestalten. Das ist eine Möglichkeit und die Formalie wollen wir berücksichtigt wissen, bevor wir die Fortschreibung dann auch entsprechend in den Gremien beschließen. Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich bin jetzt Jugendlicher und bin hier in einem Jugendclub, ja? Ja. Und dann würde es passieren, dass vor der Jugendhilfeplanung würde mein Jugendmitarbeiter, der zum Teil aus Landesmitteln finanziert ist, auf mich zukommen und fragen, wie sieht es denn aus? Ist das Angebot, was wir hier haben, gut? Was brauchst du noch? Muss ich mir so vorstellen? Im etwa, ja. Ich sage mal, das ist ja jetzt nicht nur punktuell, sondern das ist ja ein ganzheitlicher Anspruch, ja, dass ich Konzepte bzw. bestimmte Veranstaltungen oder Höhepunkte, dass die auch entsprechend reflektiert werden mit den Jugendlichen und die Bedarfe sich dann auch nochmal in der Form zeigen, wenn bestimmte Angebote nicht wahrgenommen werden. Ja? Also dann muss ja auch hinterfragt werden, woran liegt es, wenn die Einrichtungen nicht mehr gut besucht werden oder die Veranstaltungen. Ich denke, das im Blick zu haben und auch gut zu reflektieren, darauf kommt es an. Ja, oder wenn wir dann zum Beispiel Entwicklungen sehen in der Stadt oder auf der Landkreisebene, welche Räume suchen sich denn Jugendliche, ja, um ihre Freizeit zu gestalten? Sind es die Schwerpunkte, die wir manchmal auch als besondere Vorkommnisse, also auch im ordnungspolitischen Raum, wo dann das Thema Streetwork mit reingreift, oder gibt es im schulischen Kontext nochmal Bedarfe, die sich in den Freizeitbereich dann verschieben? Das heißt, die Fachkräfte sind da gut gefordert, ihre Kinder und Jugendlichen, also die Besucher von den Jugendclubs etc. gut im Blick zu haben. Und gibt es noch andere Beteiligungsformen als diese? Also gibt es, keine Ahnung, es könnte ja empirische Studien geben, es könnte noch Umfragen geben. Gibt es noch weitere Beteiligungsformate? Ja, ich sag mal, das Thema Umfragen, da sind wir auch mit dem Fachdienst Jugend und Bildung zu bestimmten Schwerpunkten. Gibt es Umfragen zum Beispiel im schulischen Kontext oder auch im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit? Und was wissenschaftliche Begleitung betrifft, da gab es gute Erfahrungen, aber eher zum Thema Kinderschutz. Da ging es zum Thema Kinderschutz. Ne? Aber spielt ja auch alles mit rein. Okay, Nicole, dir will dir aber auch die Gelegenheit geben, auch wenn du natürlich gar nicht Jugendliche direkt beteiligst, aber du hast natürlich als Landesjugendhilfe, du hast ja gesagt indirekt, ja, also als Landesjugendhilfeausschuss ja auch den Blick in andere Landkreise oder in andere Strukturen. Also vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind noch tolle Beispiele, wo du sagst, das ist super gelaufen, da ist eine Empfehlung, könnten wir Frau Reinicke auch empfehlen für den Landkreis Wittenberg oder dem Amt, weil aus diesen Partizipationscafés sollen ja auch noch Ideen entstehen, was man vielleicht noch weiterentwickeln könnte.
Also es ist jetzt so ein bisschen den Landkreis Wittenberg streicheln, aber wir gucken immer schon sehr beeindruckt auf den Landkreis Wittenberg, weil dort wirklich gute Dinge schon laufen und auch die Beteiligung vielen anderen Landkreisen gegenüber schon weit fortgeschritten ist. Auch wenn immer noch, da wird mir Corinna Reinicke bestimmt recht geben, Luft nach oben ist an vielen Punkten und umstritten an der Stelle. Ich kann aber beispielhaft sagen, dass in Magdeburg auch gerade die Jugendhilfeplanung im letzten Jahr, was die Paragraph 11 bis 14, also Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Jugendschutz anbelangt, mit Abfragen ähnlich in den Einrichtungen, in den Freizeiteinrichtungen bei jungen Menschen gelaufen ist, dass über das Projekt vom Landeszentrum Jugend und Kommune, was bei Kinder stärken angesiedelt ist, unterschiedliche Pilotprojekte in den Regionen stattfinden, die die Jugendbeteiligung stärker vorantreiben sollen. Da werden auch Menschen, also auch in Wittenberg, ausgebildet für Jugendbeteiligung, das zu moderieren, das anzuleiten, das zu unterstützen. All solche Schlüsselfunktionen kann man sich ja zunutze machen und die dann auch entsprechend anfragen und einsetzen, um bei sich selbst vor Ort oder in der Stadt oder im ganzen Landkreis, je nachdem auf welchem Gebiet man agieren möchte, etwas voranzubringen. Und wir haben auch in unterschiedlichen Landkreisen leider nur in 3 oder 4 sind es mittlerweile, Kinder- und Jugendbeauftragte. Auch das sind Personen, die man für die Jugendbeteiligung gut nutzen kann und gut einsetzen kann. Aber ich denke, wir müssen da natürlich auch noch ein Stückchen weitergehen und andere Methoden denken, überlegen, wie wir digitale Medien stärker einbinden können, wie wir vielleicht aber auch mal Grenzen zu anderen Bereichen überschreiten können. Also wo können wir mit der Jugendhilfe und der Schule stärker Bedarfe eruieren? Wo können wir in Richtung Ausbildung nochmal schauen und da Bedarfe eruieren? Oder wie ist das mit der Schnittstelle zur Kita an der Stelle? Also ist ja ein Teil der Jugendhilfe, aber die berücksichtigen wir manchmal in den Beteiligungsprozessen auch viel zu wenig. Und dann müssen wir natürlich immer, und das finde ich total wichtig, junge Menschen als junge Menschen erstmal wahrnehmen und nicht immer in ihren Rollenkonstrukten. Und dann hat man gute Chancen, da Jugendbeteiligung nach und nach stärker wachsen zu lassen. Also das war jetzt schon der Werbeblock für die nächste Veranstaltung, wo wir in einer Woche geht es tatsächlich um Kinderbeauftragung. Da ist also die Kinderbeauftragte aus Magdeburg da und tatsächlich auch mit Katja Tietel aus Wittenberg, eine der Frauen, die gerade die Ausbildung zum Partizipationscoach machen beim Landeszentrum Jugend und Kommune. Also vielen Dank dafür. Jetzt waren wir bei digitalen Medien, hast du gerade gesagt, ist ja auch wo wir viele Sachen probieren. Hast du da Ideen, wie man datenschutzkonform, ist ja immer eine große Frage des Datenschutzes, oder wie macht man das? Kannst du da Beispiele nennen, bevor wir gleich nochmal in den Landkreis gucken? Also ich kann ja rückblickend mal sagen, dass es im Rahmen des Kinder- und Jugendberichtes des Landes ein Stück weit passiert ist, über digitale Medienbedarf auch bei jungen Menschen abzufragen. Das kann man gut tun, indem man genau diese Punkte Datenschutz, technische Ausstattung, Breitband, das, was ja alles dazugehört, entsprechend versucht vorzufiltern. Also der Datenschutz muss mit einem Schreiben an die Eltern abgesichert werden. Die Umsetzung kann dann natürlich in Jugendhilfeeinrichtungen, in Freizeiteinrichtungen in der Schule oder stattfinden, da wo eine technische Ausstattung das Ganze zulässt. Das heißt, der junge Mensch muss nicht zwingend über ein Endgerät und über einen Breitbandanschluss zu Hause verfügen oder mit dem eigenen Handy online gehen. Also so eine Dinge dann einfach mitzudenken, auch wo es stattfinden kann, wer es anbieten kann, aber zu schauen, auch wo wir die jungen Menschen erreichen. Das müssen wir, denke ich, nach und nach für uns alles ausprobieren und auch auswerten und kritisch auch hinterfragen, ob das machbar ist, ob das eine das andere lassen kann oder ob wir eine Ergänzung von beiden brauchen, also digital und analog. Das kann man per se, glaube ich, gar nicht auf eine Richtung fokussieren. Frau Reinicke, gibt es da schon Erfahrungen im Landkreis Wittenberg? Und ich frage jetzt doch nochmal, auch wenn extra Sie und nicht Frau Anger, die ja gesagt hat, Land, Stadt und Land ist gleich. Wenn ich so bei uns Mobilität angucke, ist das schon noch nicht vergleichbar mit Magdeburg. Wäre dann nicht digitalen Medien eine Lösung oder hätten die nicht besonders großes Potenzial, wenn ich mal dran denke, wir würden hier Jugendliche aus Bretin, Annaburg, Coswig und keine Ahnung, Bad Schmiedeberg zusammenbringen. Wie sieht es da aus? Gibt es da Erfahrungen bereits? Oder welche Potenziale sehen Sie? Hier sehe ich schon auch noch Bedarfe. Ich sage mal, das Thema Digitalisierung muss uns für die Zukunft noch besser gelingen. Das heißt, auch die Ausstattung der digitalen Vorgaben oder der Wünsche beziehungsweise auch der Standards in Jugendeinrichtungen wäre zu klären für die Zukunft.
damit gekoppelt natürlich auch die Mitarbeiter, die fit sein müssen zu diesem Thema. Aber ich freue mich, dass wir für den Landkreis, konkret auch für die ländliche Situation ein sogenanntes Medienmobil auf den Weg gebracht haben und dieses auch finanziell abgesichert haben, sodass wir mit diesem Medienmobil, wo wir auch eine ganz taffe Mitarbeiterin oder auch taffe Fachkräfte haben, die sich dem Thema schon richtig gut widmen und auch sehr jugendgemäß dort andocken. Und aber sicherlich, die Bedarfe nicht immer und sofort und gleich regeln können. Von daher gibt es auf jeden Fall noch offene Punkte, die für die Zukunft im Blick zu nehmen sind. Und nochmal Vergleich zwischen städtischen und ländlichen Regionen, da gibt es schon noch für mich sehr gravierende Unterschiede. Und ich denke, dass diese Lücke aufzuholen, wäre mir auch wichtig an der Stelle. Das kann man einfach nicht schönreden. Ja, wir sind schon fast am Ende der Zeit, können natürlich gleich noch weiter diskutieren, aber dessen, was wir aufnehmen, was wir in dieser sozusagen Dreierrunde machen werden. Und zum Abschluss ist meine Frage, wenn Sie jetzt von außen gucken würden, ja, woran würden Sie festmachen, woran würden Sie erkennen, dass es eine funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligungslandschaft, ich sage mal bei Frau Reinig im Kreis und für Nicole Anger im Land gibt? Also ich sage mal, die Beteiligung, wir haben unterschiedliche Formate entwickelt. Es kam hier auch gerade im Chat nochmal der Hinweis, die Zusammenarbeit zur Schulsozialarbeit, ja, wo wir ja auch die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gut im Blick haben, dort Befragungen durchgeführt haben und auch die Beteiligung gegeben ist. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal die Schnittstelle erwähnen, dass die Professionen, die hier im Landkreis Wittenberg für Kinder und Jugendliche ihre Kräfte bündeln, die Schnittstellen gut im Blick haben und das Thema Digitalisierung auch nach vorn bringen, vor dem Hintergrund, dass uns ja Covid-19 jetzt nochmal besonders fordert. Und vielleicht gibt es dann auch einen Schub, weil natürlich die kommunale Ebene auch immer nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten agieren kann. Die finanzielle Sicherung oder Sicherstellung oder das finanzielle Korsett müsste man auch im Blick haben. Haben wir heute zum Glück in der Diskussion nicht vorangestellt, weil dann kommen wir inhaltlich nicht weiter. Aber in die Richtung würde ich schon denken, dass wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Fachkräfte auch digital gut ausgebildet sind und mit den Kindern und Jugendlichen mithalten und sie auch entsprechend adäquat dort abholen. Das wäre mir schon wichtig. Nicole, woran erkennst du eine gelungene Jugendbeteiligung, eine gelungene Jugendbeteiligungslandschaft für Kinder und Jugendliche? Also ich würde die Frage gerne ins Konjunktiv setzen. Woran würde ich sie erkennen? Und zwar dann, wenn wir nicht mehr darüber reden müssen, was gelingende Kinder- und Jugendbeteiligung ist und wir auch nicht mehr Begrifflichkeiten wie, Corinna, siehst mir nach, finanzielles Korsett in dem Zusammenhang nutzen müssen, sondern wenn man sieht, dass die Beteiligung der jungen Menschen vor Ort gelebt wird, dass Ideen umgesetzt werden und zwar zeitnah und nicht erst nach Jahren und nicht immer die Argumente kommen, aber das geht nicht, weil und das haben wir schon probiert und hat nicht geklappt. Also wie gesagt, daran, dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, wie es gelingen kann, sondern einfach, dass wir sehen, dass es gelingt. Dankeschön. Dann werbe ich noch kurz für die nächsten beiden Veranstaltungen am 23.11. und 30.11. auch wieder 14.30 Uhr. Partizipationscafé mit der Evangelischen Akademie, / Junge Akademie. Und danke ganz herzlich erstmal für diese Diskussion.